Hast du die Hähnchenbrust nicht mitgebracht? Kannst du mal die Kopfhörer rausmachen? Ich rede mit dir. Ich hatte Hähnchenbrust aufgeschrieben. Wo ist die? Habe ich nicht gekauft. Und warum nicht? Weißt du eigentlich, wie viel Wasser so ein Huhn braucht, um so groß zu werden? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Für meine Mama ist ein Essen ohne Fleisch kein richtiges Essen. Curry ohne Fleisch, oder was? Ja, und wie soll ich das jetzt machen mit Luft und Liebe? Guck mal hier, 100% vegan und Bio auch noch. Mhm. Mama Eichen? Dann wünsche ich euch allen einen guten Appetit. Das ist ja köstlich. Ja. Ja, mit Hähnchen wäre es noch besser gewesen. Stimmt gar nicht. Ohne ist viel besser. Vor allem für die Umwelt, Mama. Also ich habe mal gelesen, dass so ein Huhn unwahrscheinlich viel Wasser verbraucht, bevor es auf dem Teller landet. Hm. Ja. Mhm. Ganz zu schweigen von den ganzen Qualen, die so ein Tier erstmal durchleiden muss. Aber das will Mama absolut nicht wahrhaben. Kann jemand was zu trinken? Ist ja klar. Erstmal vom Thema ablenken. Mache. Danke, Mama, ne? Mhm. So, bitteschön. Gibt's was Neues? Also wir machen so bei so einem Wettbewerb mit, wo man halt seine Projekte einreichen kann. Interessant. Das ist so eine Kampagne für Veggie Days in Cafeterien und Mensen. Aber als ich so alt war wie ihr, ja, da haben wir noch für die Frauenrechte gekämpft. Richtig gute Sache, Oma. Ja, da wüsstet ihr die alle gar nicht mehr. Ja, wir haben jetzt auch schon angefangen, so ein bisschen. Unser Plan ist halt, dass wir so Plakate machen und Flyer und diese runden Pins für die Jacken. Und ich gestalte das dann alles am PC. Und Mara schreibt die Texte. Oh, Mara. Sag mal, Mara, wenn du mal Hilfe brauchst, ja, dann sprich mich an. Ich bin eine Wahnsinnskorrektur-Leserin immer gewesen. Hm? Vor allen Dingen mit der deutschen Sprache ist ja nicht so einfach. Hm? Hm? Willst du mal sehen, Oma? Wir haben sogar schon so Entwürfe. Lea, kein Handy am Tisch. Nee. Wir machen das auf jeden Fall. Alles in grün haben wir beschlossen. Damit man halt merkt, dass das in erster Linie halt gut ist für die Umwelt, wenn man auf Fleisch verzichtet. Mhm. Vielleicht fängst du mal bei dir an, bevor du andere bekehren willst. Mach ich doch. Naja, ich gebe ja zu, dass man nicht zu jedem Essen Fleisch braucht, aber hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass zum Beispiel für dieses Handy und für deinen Laptop Mensch und Natur leidet? Mama, muss das sein? Ja, die Edelmetalle wachsen noch nicht an Bäumen. Da müssen tagtäglich Menschen aus dem Kongo verschuften, dass sie da das Lithium oder sonst was aus der Mine rausholen. Ja, aber irgendwann und wo muss man ja irgendwo anfangen? Und vor allen Dingen haben die doch ihre Arbeit auch jetzt da, ne? Oder? Ich komme gar nicht aus dem Kongo, ich bin hier geboren. Aber deine Familie, die kommt ja sicher aus Afrika. Ja, also ich kenne meinen Vater nicht, aber der lebt in Frankreich. Oh, Frankreich, ach wie schön. Sag mal, wisst ihr, was ich an Afrika liebe? Lass mal, Mama. Was denn, Oma? Ach, die haben alle so eine wunderschöne Hautfarbe. So, möchte noch jemand Nachtisch? Was gibt's denn? Obst. Nichts Richtiges?